Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl, bei uns auf dem Kanal. Heute mal aus einer ganz anderen Situation raus, weil heute möchte ich euch aus traulichem Anlass raus ein wunderschönes Fahrzeug vorstellen. Ein bisschen in die Jahre gekommenes Fahrzeug, aber vielleicht hat ja einer Interesse. Ich finde, das Fahrzeug rentiert sich, weil es in einem technisch wirklich einwandfreien Zustand ist. Von uns auch Anfang des Jahres noch lebhaft umgebaut wurde. Und darum möchte ich einfach mit euch mal hier durch das Fahrzeug gehen, eine kleine Roomtour machen. Leider Gottes ist der Kunde, ein sehr, sehr guter Kunde von uns, verstorben. Und ja, die Dame möchte das Auto natürlich nicht mehr alleine weiterfahren. Und es ist auch zu groß und zu viel. Und sie hat da jetzt ganz andere Sorgen. Ist ein traurlicher Fall. Und darum habe ich gesagt, komm, wir nehmen uns dessen an und helfen natürlich in dem Moment, da es ja auch ein Kunde von uns ist, und versuchen jetzt hier den Fahrzeug oder für das Fahrzeug einen neuen Liebhaber zu finden. Und wer daran Lust hat, schaut sich das gern an. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Interessent dabei, der an dem Fahrzeug Gefallen findet. Also, dann legen wir los und außen starten wir einfach mal. Ein wunderschöner Hümer bei uns hier in Dinkelsbühl. Heieiei. Es ist ein B644 Hümermobil, voll integriert. Ich laufe mit euch mal außen rum. Warum zeige ich euch das Auto? Weil der steht ab sofort zum Verkauf. Ja, ich bin natürlich vom Kanal her nicht wirklich ein Kanal, wo Fahrzeuge anbietet zum Verkauf, aber das ist ein Kundenfahrzeug von uns, also ein sehr, sehr guter Kunde von uns, leider gewesen, weil der Kunde ist leider verstorben und deswegen steht das Auto jetzt auch zum Verkauf. Wir gehen jetzt mal rein und dann zeige ich euch einfach mal kurz das Auto, weil drin habe ich schon eingeheizt. Da ist es etwas wärmer. Ups. Und wir schauen uns das Auto jetzt mal kurz näher an. Auch möchte ich euch zeigen, was wir an dem Auto alles gemacht haben, weil da wurde nämlich einiges umgebaut. Ich blende euch jetzt mal ein paar Sachen ein. Also wenn wir jetzt hier mal das Fahrzeug angucken, hier haben wir die Fahrzeugdaten. Mal kurz abfilmen. Der ist aufgelastet auf 4 Tonnen, hat schon bereits ein Luftzusatzfahrwerk verbaut. Das sehen wir hier vorne. Hier sind die Manometer dafür. Das Ganze ist ein Fiat Ducato, Baujahr 1998. Hat aktuell 145.816 Kilometer auf der Uhr. Also ich sage jetzt einmal für das Auto nur relativ jungfräulich. Also er schnurrt auch wie eine 1. Wunderbar. Ein schöner Vollintegrierter mit, ich gehe mal ein Stückchen zurück. Hier haben wir das Bett zum Runterklappen. Also echt eine tolle Geschichte. Hier vorne seht ihr schon Navigation und so weiter. Jede Menge Zubehör, wo da dabei ist. Einfach aus dem Grund raus, das Auto muss jetzt nur noch weg, weil die Dame kann sich das Auto oder will sich das Auto auch nicht alleine gönnen und mag mit dem Auto auch alleine nicht unterwegs sein. Hat auch jetzt, sage ich mal, nicht so viel Bedarf daran und drum muss das Auto jetzt einfach weg. Darum ist auch jede Menge Zubehör dabei. Zubehör meine ich mit Accessoires wie Auffahrkeile, Kabeltrommeln, Schläuche und so weiter. Also alles ist included. Hier auch, ihr seht, nochmal Zubehör dabei. Dann haben wir da unten noch einen Fernsehhalter dabei und so weiter und so fort. Also da sind jede Menge Sachen dran. Hier
mal kurz erläutert, was wir hier alles eingebaut haben. Ihr seht, das da ist die Gesamtsumme, was hier eingebaut wurde. Ich lese euch das alles einmal kurz vor. Wir haben hier eingebaut einen Ladebooster von der Firma WCS. Wir haben eingebaut einen 200er Lithium-Akku. Wir haben eingebaut Solaranlage. Insgesamt 590 Watt Peak sind da auf dem Dach. Also richtig was zum Powern. Wir haben verbaut Verteilerdosen und Solarsteckdosen, LDE-Arbeitsscheinwerfer, LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und auch hinten. Arbeitsscheinwerfer. Wir haben verbaut einen Maxvan, den sehen wir hier oben. Wir haben Schuko-Steckdosen verbaut und so weiter und so fort. Also es war ein richtiger großer Auftrag, war einiges, was wir gemacht haben. Wir haben auch hier schon mal vorsorglich noch Verteiler rangebaut, weil der Kunde sich hier ursprünglich nur ein bisschen was hinmachen wollte. Hier sehen wir das Display vom Wechselrichter, wenn wir das einschalten. Da sehen wir dann gleich, plopp, da ist der Wechselrichter gleich da. Auch den haben wir hier verbaut. Wenn wir hier rumgehen, Sabalot, hier haben wir einen Solarregler verbaut. Hier haben wir auch nochmal eine 12-Volt-Verteilung verbaut, weil auch hier wollte der Kunde sich nur das ein oder andere anschließen. Also alles sauber, ordentlich verbaut. Und jetzt öffne ich einmal kurz diese Bank, bleibt dran, weil da schauen wir jetzt mal drunter, was wir da noch alles finden. So, hier sehen wir jetzt unter der Bank die große 200er WCS Lithium-Akku. Hier sehen wir die beiden Plus- und Masseverteiler. Hier den zweiten Solarregler für den zweiten Kreis. Hier sehen wir die Kombi, wo wir eingebaut haben. Und hier sehen wir den Solarregler, wo wir eingebaut haben, den LBR60. Alles natürlich vorschriftsmäßig. Hier haben wir natürlich noch einen Haufen Zeug vom Kunden mit drin. Das ist das, was ich gemeint habe. Zubehör, Klebebänder und. Also gut, was man davon brauchen kann, muss man gucken. Das muss man sich dann gegebenenfalls anschauen. Aber ihr seht schon, jede Menge Zubehör. Das Auto ist wirklich richtig autark. Das macht einmal richtig Spaß. Also Stromprobleme gibt es hier eigentlich überhaupt nicht, weil man natürlich auch jede Menge Solar auf dem Dach haben mit fast 600 Watt Peak, kommt da auch richtig was runter. Dann wurde das Fahrzeug von uns noch umgebaut zur Druckwasseranlage. Also das heißt, wir haben hier überall Druckwasser an Bord. Wir haben eine Lilie Tauchpumpe rausgemacht. Auch das Entwässerungssystem ist schon eingebaut. Natürlich eine Gas-Diesel-Trummer, die läuft hier. Die Maxvan-Fernbedienung hängt da. Also es ist rundum ein richtig schickes Fahrzeug und was ich natürlich mega geil finde, ist hier, wenn wir da mal hintergehen, die Hecksitzgruppe. Wir haben hier nämlich eine richtig geile Hecksitzgruppe verbaut. Jetzt machen wir mal den Maxvan zu. Das ist mal richtig geil. Also so eine Hecksitzgruppe finde ich schon richtig klasse. Klar, über die Stoffe kann man sich streiten, das ist natürlich Geschmackssache, kann man aber auch noch ändern. Natürlich ist ein älteres Fahrzeug, überall auch hier oben Lautsprecher verbaut, weil auch hier eine Soundanlage verbaut ist. Wenn wir ein Stück zurückgehen, haben wir hier schon gesehen, hier ist der Radio, genau, der ist hier verbaut. Also auch das ist alles funktionell. Dann haben wir natürlich noch das Badezimmer, die Toilette, Waschbecken, hier oben auch nochmal ein großes Hegi, damit die Feuchtigkeit raus kann, wenn man hier duscht. Also das ist auch für Badezimmer sehr untypisch, so ein großes Dach. Klar, alles so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch schick, funktionell. Also ist ein Klappbad, ne? Zum Duschen klappt mir das, schwenkt mir das einfach um, Schwenkbad. Also richtig tolle Geschichte, hier überall so Magnethalter dran. Auch hier auf der Klappe haben wir auch so Magnethalter dran, wo man ein paar Küchenaccessoires hinmachen kann. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Da kommt ja der Fernseher hin, ist die Klappe vom Fernseher, da ist auch ein bisschen Zeug drin. Dann natürlich der Kühlschrank und. Also jede Menge Zubehör, wo da verbaut sind. Hier so eine schöne Wand mit so Häkchen dran. Kann man sich natürlich noch alles schick machen, wie man das möchte. Wie gesagt,
Das Fahrzeug ist top in Schuss. Von innen sowie von außen natürlich Gebrauchsspuren. Natürlich ist er auch schon über 20 Jahre alt. Das kann man dem Fahrzeug natürlich nicht absprechen. Aber vom Grundsatz her eine ganz tolle Gelegenheit zuzuschlagen. Er steht jetzt auch in Mobile drin. Er steht jetzt auch auf Insta, habe ihn auch schon mal eingesetzt. Und ja, jetzt eben noch dieses kleine Video, um eventuell hier einen Liebhaber zu finden, der Spaß an diesem tollen Fahrzeug hat. Natürlich, von Preissituation muss man sagen, ist jetzt nicht ganz günstig, weil er natürlich einen riesen Umbau hat. Wir haben insgesamt, ihr habt es gesehen, hat der Kunde hier 17.000, 18.000 Euro knapp an Umbaukosten investiert mit Lithium und so weiter. Das wurde alles im Frühjahr 2022 gemacht, also es ist auch noch gar nicht alt. Somit, ja, müssen wir dafür natürlich auch nur ein bisschen was verlangen, weil das ist ja alles nagelneu und noch in der Garantieleistung. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also die ganzen Gerätschaften, wo hier verbaut sind, Ladebooster, die Kombi, das ist nicht ein normaler Wechselrichter, sondern das ist eine Kombi 2000 Watt mit 100 Ampere Ladestrom. Die ist auch noch voll in der Garantie, genauso wie die Solaranlage, Solar, MPPT-Regler und, alles was dazu gehört. Also es ist schon sein Geld wert. Und das Fahrzeug als solches ist natürlich auch noch richtig viel wert. Er hat die grüne Plakette, ganz wichtig. Also ihr seht es hier kleben. Wupp, da klebt die grüne Plakette. Also er ist schon in der Euro-Klasse drin und fährt astrein. Also ich habe ihn gefahren, fährt super gut, springt sofort an. Also es macht richtig Laune, das Fahrzeug. Und man hat schön Platz. Er ist sehr, sehr, sehr geräumig. Muss man auch sagen. Und vor allen Dingen, wenn man hier sitzt, also auch einen richtig schönen Rundblick, macht richtig Spaß. Also das ist auch echt geil. Ja, ich habe leider schon ein Auto. Ich kann nicht nur einen brauchen, aber es ist schon ein schickes Fahrzeug. Also muss man ganz ehrlich sagen, macht richtig Spaß. Ja Leute, wenn ihr Interesse an dem Fahrzeug habt, der steht hier in Dingisbühl bei Mega Caravan, kann er begutachtet werden. TÜV kriegt er nagelneu. Und ja, wenn ihr Interesse habt, was er denn kosten soll, auch dann bitte einfach mich anschreiben. Der aktuelle Preis, ja, kann ich ja eigentlich auch nennen, ne? Also das ist eigentlich egal. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir setzen das Fahrzeug mal an durch die Umbaukosten mit allem drum und dran. Wenn wir den Fahrzeugwert nehmen plus die Umbaukosten, wird man bei über 40.000 liegen. Das ist natürlich Quatsch, aber das Fahrzeug fängt jetzt einmal an bei 37.500 Euro. Und ja, dann gucken wir einfach, was da kommt. Angebote werden gern entgegengenommen und ja, besichtigt kann er auch werden, jederzeit. Zu den ganz normalen Ladenöffnungszeiten steht er da und kann natürlich auch begutachtet werden. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich und hoffe, es ist jemand dabei, der das liebe Fahrzeug ja, für sich vielleicht entdecken will. Ja, ich sitze jetzt hier eigentlich an meinem Lieblingsplatz in der Hecksitzgruppe des Fahrzeuges, weil ich liebe Hecksitzgruppen. Ich habe zwar selber leider keine, aber ich mag einfach Hecksitzgruppen, weil das einfach so eine Gemütlichkeit ausstrahlt. Also das ist ein Hümer, ein tolles Fahrzeug. Ich hoffe, die Roomtour hat den einen oder anderen von euch zugesagt. Und wenn noch intensivere oder Detailfragen sind, gerne jederzeit anrufen. Ich habe auch alle Papiere da, man kann die auch besichtigen. Überhaupt kein Problem, wir können ja gerne miteinander das Fahrzeug anschauen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn das Fahrzeug einen wirklichen Liebhaber findet und entsprechend in gute Hände kommt. Das ist auch im Sinne der Dame und bestimmt auch im Sinne unseres Kunden oder wäre auch im Sinne unseres Kunden, dass das Fahrzeug in gute Hände kommt.
Es ist halt ein Liebhaberstück, schon ein bisschen das ältere Semester, aber es spricht einfach nur von guter Qualität, auch vom Möbelbau her. Das Fahrzeug ist trocken. Wir haben hier schon einiges ja, umgebaut, habt ihr mitbekommen. Natürlich auch immer wieder zwischengecheckt, geprüft und so weiter. Also es ist rundum ein richtig gutes Auto. Aufgelastet ist es auch schon, Luftfedern ist drin und und. Also mit dem Auto kann man richtig gut was anfangen und richtig tolle Urlaube erleben. Also, wenn ihr Lust habt, dann einfach kurze E-Mail an info@mika-caravan.de. Ich würde mich riesig freuen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen von dem Video und über ein Like freue ich mich natürlich. Und wenn ihr ganz verrückt seid, über ein kleines Abo, da sind wir natürlich immer glücklich. Und ich sage, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Adventszeit und Vorweihnachtszeit und alles Gute, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.